YouTube. Herzlich willkommen bei Gear and Beer. Mein Name ist Main und heute wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Heute geht es um die Streamlight Sidewinder Taschenlampe. Ihr seht sie hier vor mir liegen. Taschenlampe erstmal als wichtigstes Merkmal ist eckig und nicht rund, damit sie nicht wegrollen kann. Und sie hat einen bewegbaren Kopf, damit ich sie irgendwo hinlegen kann, aber dann zum Arbeiten eben entsprechend die Taschenlampe so einrichten kann, dass ich sie ja quasi in jede Richtung, die ich brauche, drehen kann. Die wichtigsten Merkmale: die Taschenlampe hat hier hinten einen Clip. Wie gesagt, sie ist drehbar. Über diesen Drehknopf hier können wir vier verschiedene Farben auswählen, über den Druckknopf verschiedene Modi, die Taschenlampe über den Druckknopf ein- und ausschalten und hier hinten über diesen Verschluss die Batterien einsetzen. Das ganze Gehäuse ist wasserdicht, ich meine bis 6 Meter und 30 Minuten. Guck da lieber nochmal in die Spezifikation rein. Für die meisten Dinge, die man damit macht, reicht es aber auf jeden Fall aus. Hinten, gegen Verlust gesichert, der Deckel, bringt man hier die zwei AA-Batterien an und hat dann die Taschenlampe fertig für die Benutzung. Ja, und dann testen wir mal die verschiedenen Modi aus. Der erste Modi hier ist Rotlicht. Zur Nachtsehadaption natürlich, zum Lesen im Dunkeln, zum Blick auf die Karte und so weiter. Als nächstes eine Weißlichtoption, ganz normales Weißlicht, auch einigermaßen hell. Wenn ich den Druckschalter halte, dann erhöht sich die Helligkeit. Das reicht aus, um jemanden ein wenig zu blenden, aber auf jeden Fall reicht es aus, um im Dunkeln vernünftig sehen zu können damit. Weiterer Modus ist das blaue Licht, entweder beim Airsoft als Signallicht oder für den Real-Steel-Bereich auch gut zu nutzen, um Blut zu erkennen. Außerdem haben wir noch eine mit dieser Zacke hier gekennzeichneten Infrarotmodus. Dafür schalte ich jetzt ein. Erkennt man erstmal noch wenig. Wenn ich die Lampe jetzt mal so ein bisschen intensiver mache, dann erkennt man hier, dass sich diese LED hier, die Infrarot-LED, eingeschaltet hat. Diese Modi kann ich alle nicht nur als Dauerlicht, sondern wenn ich zweimal drauf drücke, auch entsprechend als Strobe Light nutzen. Taschenlampe wiegt 150 Gramm, ist zu einem treuen Begleiter geworden und bei mir viel in Ausrüstung unterwegs. Nicht immer nutze ich die Taschenlampe, manchmal gebe ich auch einer Kopflampe den Vorzug, das kommt ein bisschen darauf an, was genau ich mache. Insgesamt ein schönes Teil auf eBay zu finden, ab 70 Euro. Im Shop regulär, zum Beispiel bei ASMC für 100 Euro. Noch kurz zu erwähnen, es gibt auch die kleinere Variante, betrieben dann mit einer CR123A-Batterie, kostet etwa genauso viel. Auch ein sehr schönes Teil, wenn man diese dann gleichzeitig als Kopflampe nutzen kann und wird sicherlich auch demnächst den Weg in meine Ausrüstung finden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und sonst bis zum nächsten Mal.